Ja, herzlich willkommen zu unserem letzten Talk hier in der Lounge am Wendekongress 2021. Unser nächster Speaker ist Matthias Wellig. Matthias hat mit seinem Team bei YOUBIQ die Swiss-COVID-App entwickelt. Er wird in seinem Beitrag Swiss-COVID, ein interdisziplinäres Pionierprojekt, erzählen, wie es war, in wenigen Monaten die Contact-Tracing-App für die Schweiz zu entwickeln und natürlich auch, was er dabei gelernt hat. Bitte, Matthias. Ja, hallo zusammen. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Ja, leider nicht vor Ort, aber ich glaube, das kennen wir ja inzwischen. Ja, ich würde eben euch durch diese Präsentation führen über Swiss-COVID, und ich möchte eben, wie bereits angekündigt, ein erzählen, wie es dazu gekommen ist und was wir auch dabei gelernt haben. Als erstes gehe ich ein bisschen in die Geschichte ein von Swiss-COVID. Und gestartet hat das ja alles vor fast einem Jahr. Das war Ende März, als wir alle dann endgültig im Lockdown, im Homeoffice gelandet sind. Und da gab es eben dann quasi so diese Konzepte, die für uns Techniker damals total neu waren. Inzwischen kennt man die natürlich, oder? Dieses Contact Tracing, das war etwas, das war quasi neu da für uns. Man hat das dann auch gelesen. Und schlussendlich geht es ja quasi genau um dieses eine Konzept. Das hat quasi Leute, die ohne Symptome schon andere Leute anstecken können, also die quasi noch keine Symptome haben, aber doch schon ansteckend sind, dass das schlussendlich das große Problem ist oder eines der großen Probleme, wieso dass wir mit Covid-19 ja eben dieses nicht so einfach eindämmen können, weil wir, wenn nur symptomatische Leute andere anstecken würden, wäre es wahrscheinlich viel einfacher, wenn wir einfach alle symptomatischen Leute sich einsperren und dann hätten wir das Problem gelöst. Aber leider ist man ja eben auch schon ansteckend, bevor man Symptome hat. Das wusste man ja auch schon Ende März letzten Jahres. Und da gab es eben dieses einfache Konzept im Prinzip, dass man halt eben, wenn ich selber schon Symptome habe, weiß, dass ich positiv bin, dann ist es eben im Prinzip für die zweite Linie, die man hier sieht, eigentlich schon zu spät, weil die sind schon angesteckt. Aber wenn ich weiß, wen das ich dann schlussendlich getroffen habe, dann können die sich ja dann im Prinzip schon vorsorglich eben in Quarantäne begeben und nicht andere Leute anstecken. Das kennen wir alle. Das wussten wir eben damals schon. Und wir wussten auch, ich meine, es gab auch verschiedene Studien dazu, dass quasi eben das Erinnerungsvermögen nicht sonderlich gut ist, wenn es darum geht, wen habe ich getroffen. Vielleicht nicht in einer Situation wie jetzt, wo wir eigentlich uns alle ja sehr mit sehr wenigen Kontakten auseinandersetzen, und dann ist es nicht so schwierig, aber in, sagen wir, einem normalen Umfeld weiß man, also wenn wir uns erinnern, wie das vor einem Jahr war, da hatte man, war es relativ schwierig, wenn man quasi dann 4, 5 Tage zurück noch wissen sollte, wen habe ich dann eigentlich wo überall getroffen. Und da war für uns dann relativ rasch klar, dass das etwas ist, das man doch auch mit Technik unterstützen kann. Das war also die eine Idee, das muss doch irgendwie gehen. Auf der anderen Seite gab es dann quasi aus Asien, weil die waren ja schon weiter in der Pandemie, also hatten schon mehr Erfahrung mit der Pandemie, gab es dann verschiedene Ansätze, wie eben quasi so etwas digital gemacht werden kann. Diese Ansätze, zumindest teilweise, waren aber, sagen wir mal, für uns hier im Westen nicht sehr erquickend. Also, weil da ging es wirklich zum Teil darum, dass man halt das GPS-Signal verwendet hat, um quasi zu sehen, wo sind Leute schlussendlich, oder und dann die wirklich getrackt hat und dann gewusst hat, okay, dort gab es ein Cluster, das war das Bewegungsprofil einer infektiösen Person, und dann konnte man im Prinzip so dann auch großräumig irgendwie gewisse Interventionen machen. Und bei uns war es ein bisschen ein Treiber damals halt, ja, hey, das muss doch irgendwie gehen, aber wir wollen das halt auch auf eine gute Art und Weise machen, also auf eine datenschützende Art und Weise. Und da war dann eben schlussendlich die Idee geboren, ich gehe jetzt heute nicht so stark auf die technischen Elemente ein, das setze ich mal voraus, dass wir das plus minus kennen, wie das jetzt läuft. Und da war dann eben die Idee geboren, das via Bluetooth zu machen. Und da hatten wir dann quasi in einem relativ kurzen, sagen wir mal, in kurzer Zeit an einem Hackathon hatten wir quasi, das war noch eine Eigeninitiative von uns, also es waren so quasi die 80% der Leute, die mitgemacht haben, waren bei uns als YOUBIQ. Wir haben noch zwei, drei andere Leute gewinnen können, die auch mitgeholfen hatten, da, also quasi, das war so mehr oder weniger übers Wochenende wirklich an einem Hackathon, so ein Konzept mal Proof of Concept mäßig zu machen. Da haben wir dann am Schluss kam dann unser Next Step raus.
Das im Prinzip eigentlich genauso wirklich eine erste Iteration war einer solchen Idee, also wo wir im Prinzip gezeigt haben, dass man eben über Bluetooth mit diesen Beacon-Geschichten, also dass quasi die Leute sich advertisen und die anderen das nehmen und so weiter, dass das schlussendlich funktioniert, dass das eine Möglichkeit sein könnte. Darauf ging es dann eigentlich, also man kann es gleich noch kurz eben diese Seite, also wo man sieht, wie es ausgesehen hat. Man merkt, wenn man jetzt die heutige Swiss-Covid-App anschaut, das war dann quasi nach diesem ersten Wochenende doch schon vieles da, was heute quasi auch noch da ist. Gewisse Sachen nicht mehr. Hier hatten wir zum Beispiel noch so einen Counter, wo man gesehen hatte, wie viele Synchronisationen das man dann effektiv hatte. Das mussten wir dann später verwerfen, weil es einfach aus User Experience-Sicht nicht, also wir konnten es einfach, wir haben es nicht hingekriegt, das so zu machen, dass es für die breite Masse verständlich ist. Deshalb haben wir das wieder rausgenommen. Klar, das sehr, sehr Early Stage, aber die Grundidee war eigentlich klar. Nach diesem Wochenende haben wir das veröffentlicht, haben dann auch ein bisschen Press Coverage gekriegt und vor allem, und das war eigentlich das Wichtigste, wir haben dann auch im Prinzip, während wir das daran gearbeitet haben, haben wir halt eben auch herausgefunden, dass die EPFL und die ETH Zürich, respektive die waren damals in einem Konsortium drin. Damals, es hieß noch nicht DP3T da, aber das ist ein bisschen Detail, das war noch ein bisschen größer und gab es noch ein bisschen Umstrukturierung, aber schlussendlich ist es im Prinzip, waren die da eben schon da, die Hochschulen, die das Ganze auf von einer wissenschaftlichen Perspektive halt angeschaut hatten. Dort sind wir dann relativ schnell in Kontakt gekommen, auch weil wir halt relativ hochschulnah sind. Also das heißt, es war dann quasi auch, wir hatten mit den Professoren zu tun, bei denen wir halt als wir noch selber Studenten waren, inklusive in den Vorlesungen gesessen waren und die wir halt auch sonst kannten, haben wir eigentlich gemerkt, ja, die machen im Prinzip das Gleiche. Und es war wirklich erstaunlich, wie deckungsgleich das die beiden Ansätze waren und natürlich unser Ansatz, kommen halt aus der Ecke, dass wir halt schnell etwas umsetzen. Das heißt, wir waren eher die halt einfach schon viel programmiert hatten, designt hatten, UX überlegt hatten. Die Hochschulen haben es natürlich, sagen wir mal, fundierter, wissenschaftlicher quasi schon angeschaut, oder? Und das war dann im Prinzip eine relativ schnelle Geschichte. Also das ging wirklich quasi über Nacht, hat man sich getroffen und wussten sofort, es macht Sinn, dass wir zusammenspannen, also dass das quasi eben dass wir beide dieselben Ziele verfolgen, eigentlich genau in dieselbe Richtung gehen. Und deshalb war es dann sehr schnell klar, dass wir uns dort eben auch diesem DP3T-Konsortium angeschlossen hatten und dann fortan im Prinzip eben in dieser Gruppe gestartet haben. Also das heißt, wir waren dann quasi weiterhin vor allem für die technische Umsetzung verantwortlich. Und eben die Hochschulen für die wissenschaftliche Basis. Eben das DP3T, für was steht das? Das steht für Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing. Sehr technisch, also technisch, sagen wir mal eher vielleicht wissenschaftlich, die Abkürzung. Und ich glaube, das Wichtige hier ist eben einerseits das Privacy Preserving. Das ist eben das quasi die Tatsache, dass es eben quasi sehr, sehr stark Wert darauf gelegt wird, eben, dass es quasi nicht schlussendlich darum geht, dass wir wissen wollen, welche Leute sich getroffen haben, sondern es geht eigentlich nur darum, ob ich dem Virus ausgesetzt bin. Und das versuchen wir eigentlich möglichst stark zu abstrahieren jetzt mit der technischen Lösung. Und das, was vielleicht am meisten zu reden gegeben hat, war eben dieses Decentralized, vor allem in der Anfangsphase, als wir quasi daran gearbeitet haben, weil da gab es ein bisschen auch so diesen, ja, Krieg ist fast übertrieben geformuliert, aber es war schon so ein bisschen die verschiedenen Meinungen, auch jetzt innerhalb von Europa, ob man eben jetzt eine dezentralisierte Architektur oder eine zentralisierte Architektur wählen soll. Für uns war klar, also sowohl wir haben mit unserem Next Step Ansatz eine dezentralisierte Architektur gewählt, das war uns ziemlich klar, weil wir wollten keinen Single, also quasi einen Ort, wo alles gespeichert wird, auch wenn ich das dann irgendwie verschlüsselt ablegen könnte. Also ich meine, zentralisiert könnte ich das schon auch machen, dass das verschlüsselt ist, aber es ist dann halt eben trotzdem an einem Ort, oder? Das ist quasi so aus einer Security-Perspektive, eben aus Privacy-Perspektive halt sehr problematisch, oder wenn man dann quasi ein Single Point, wo man reingehen kann, währenddem, dass, wenn man die Architektur eben dezentralisiert macht, was schlussendlich ja bei uns heißt, dass quasi das Checken, ob ich quasi jemanden getroffen habe, der positiv war, das passiert alles nur lokal auf meinem Smartphone, oder das ist nicht zentralisiert, wird das gemacht, oder?
Das ist ja ein wichtiges Element, das wir dann damals auch so gewählt hatten. Dann waren wir quasi in der Truppe eben zusammen, die Hochschulen, wir. Und das hat dann eigentlich auch dazu geführt, dass wir haben dann quasi eben dieses DP3T noch weiterentwickelt. Also ich meine, man muss das schon sehen, die erste Iteration war, die hat zwar gezeigt, dass es funktioniert, aber es waren halt gewisse Elemente, hatten wir noch gar nicht drin. Also ich meine, wir haben zum Beispiel noch gar keine Distanzabschätzung drin. Also das heißt, man hat einfach im Prinzip alles genommen, was man gesehen hat. Oder ich meine, das zeigt, dass es grundsätzlich funktioniert, aber wir hätten da natürlich viel zu viele Leute gewarnt, oder? Die Geschichten, das war ein großes Thema, das wir dort gemacht hatten. Und da war es dann eben auch gut, dass dann im Prinzip das EDI oder eben das BAG, respektive der Bund, grundsätzlich halt entschieden hat, dass sie eben auch so ein Tool bauen wollen, respektive einsetzen wollen. Und dadurch, dass natürlich eben die Schweizer Hochschulen, ein Schweizer KMU zusammen dort schon dann an etwas arbeitet, war auch relativ klar eben, welches Tool, auf was man dann eben setzen würde, wenn jetzt eben die Schweizer das BAG so etwas einsetzen will. Und da war es eben recht gut, dass wir schon früh, das war, ich glaube, das ist ein wichtiges Element, glaube ich auch, oder auch für die Rolle. Ich habe auch gesagt, es ist ein Pionierprojekt, oder dass wir in der Schweiz eben diese Pionierrolle übernehmen konnten, war eben einerseits, dass wir uns früh gefunden hatten. Also eben wir quasi hatten eigentlich wirklich diesen idealen Moment erwischt, oder dass quasi wir von Privatwirtschaftsseite eigentlich schon sehr viel umgesetzt hatten, die Hochschulen eigentlich auch also theoretisch und von wissenschaftlicher Seite schon sehr weit waren und dann eben aber auch die quasi die offiziell, also dass der Bund sehr früh eigentlich den Mut hatte, zu sagen, jawohl, wir wollen sowas, wir gehen hier rein. Also ich glaube, das ist auch etwas, das man vielleicht in Retrospektive manchmal ein bisschen unterschätzt, oder weil das hat uns sehr, sehr viel geholfen, weil wir konnten dann eben auch auf die mobil gemachte Armee zurückgreifen. Also mit mir meine ich halt das DP3T-Konsortium, das waren dann in erster Linie vor allem die EPFL, wo die konnten dann eben Studien durchführen, wo wir eben auch die Distanzmessung und so weiter, oder ich meine, da konnten wir dann erst richtig Erfahrung sammeln mit dem, oder? Und das war, glaube ich, relativ wichtig, dass wir eben dieses Backing schon früh hatten, oder dass man dann dort den Mut hatte, das früh zu entscheiden. Das hat dann eben dazu geführt, eben zur Swiss-Covid-App, weil DP3T, das ist im Prinzip, hat ja noch nichts mit Swiss zu tun, oder? Das ist im Prinzip diese allgemeine Codebasis, die übrigens immer noch existiert. Ich komme dann am Schluss noch darauf zurück, wo das überall schon weitergegangen ist noch, oder? Aber das war quasi damals, weil es quasi eine generische Geschichte hat, die hatte noch mal nichts zu tun. Und eben mit dem Einstieg eben des Bundes haben wir dann quasi das auch angefangen. Das war dann auch der nächste Prozess, oder neben dem, dass wir quasi zuerst im DP3T-Kontext die Distanzabschätzungen quasi gemacht haben, dort Bluetooth-Geschichten, Kryptografie-Geschichten im Prinzip uns vertieft hatten und quasi so weit gemacht hatten. Und dann kam dann eigentlich noch das letzte Element hinzu, dass wir das Ganze dann eben ins Gesundheitssystem einbinden wollten oder das müssten. Das war dann eben die ganze Geschichte, dass man sich eben nicht einfach so positiv melden kann, weil das war auch am Anfang, war das quasi die Idee, die wir hatten, dass man sich einfach meldet, wenn man positiv ist, oder so wirklich so ein bisschen halt etwas Soziales, dass man das macht, man nutzt die App und warnt andere, oder? Aber natürlich dadurch, dass es dann halt eben quasi breit eingebunden wurde, offiziell eingebunden wurde, konnte man dort, logischerweise macht es natürlich Sinn, dass man das dann eigentlich die Meldung des positiv Getesteten, dass das halt etwas ist, das quasi authentifiziert ist, oder dass etwas, dass dann das diesen Teil oder respektive diese Architektur wurde dann eben im Zusammenarbeit halt mit dem Bund, also mit dem BIT, die dann auch diesen Teil gemacht hatten. Parallel dazu hatten wir auch im Prinzip ein paar Probleme oder respektive Herausforderungen, und zwar die Architektur, die wir gewählt hatten, eben dieses Dezentralisierte, oder? Das hat dann eben diesen großen, also ich sage dem jetzt mal Nachteil, eigentlich ist ja ein Vorteil, aber respektive der Nachteil liegt nicht in der Architektur, aber der Nachteil liegt halt, dass die mobilen Plattformen sind halt schlussendlich darauf ausgelegt, oder die Architektur der mobilen Plattform ist halt darauf ausgelegt, dass die Apps, die man installiert, die braucht man halt in der Regel im Vordergrund. Also klick auf dieses App-Icon und dann läuft diese App und dann interessiere ich mich für die, und wenn die weg sind, dann will ich eigentlich davon nichts wissen, respektive da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die Push-Nachrichten und so, solche Geschichten, oder wie die App dann eben doch mit mir interagieren kann. Aber grundsätzlich als Nutzer will ich eigentlich nicht, dass die laufen, weil das frisst mir nur Akku weg, und ich meine, die ganzen Systeme, die würden ja nie, das würde ja nicht möglich sein, dass die irgendwie einen Tag Akku hätten, wenn das
in der Architektur so wäre, wie das, keine Ahnung, das eine alte OS, Desktop-OS aus den 90er wäre, oder wenn das quasi auch durchgehend immer laufen würde, wäre keine Chance. Oder? Das heißt, es ist relativ wichtig, dass dort eben quasi diese Architektur so ist, dass die Apps, da gibt es halt sehr viele, sagen wir mal, auf Systemebene Geschichten, die quasi schauen, dass eben zum Beispiel Apps nicht immer laufen. Oder die werden zum Beispiel, also wir hatten genau konkret hatten wir Probleme, dass halt, weil die Swisscode App ist eine App, die man nicht braucht. Die hat man installiert und dann meldet sie sich dann in diesem Fall, wenn etwas passiert ist. Aber eigentlich habe ich drauf, 3, 4 Monate höre ich nichts und das ist genau auch gut so, oder? Aber dann, wenn es sein muss, dann muss sie laufen. Also im Prinzip läuft die ja immer wieder im Hintergrund, oder? Und die Systeme sind halt so aufgebaut, so haben wir solche Akku-Optimierungsgeschichten, also Batteriemanagement, das man merkt ja, wenn eine gewisse App längere Zeit nicht läuft, ja, dann denkt das System, die ist offensichtlich nicht so wichtig, dann braucht die auch nicht irgendwelche CPU-Zyklen zu kriegen. Macht alles Sinn, aber halt nicht, wenn du so eine Architektur hast, wie wir das wie wir das hier hatten, mit diesem dezentralen Ansatz, oder? Ich meine, das war ein Problem, wir haben ein paar Hacks gemacht, das war auch ein großer Teil, den wir damals im April viele Zeit investiert hatten, eigentlich dort Workarounds zu machen. Ich meine, dort haben wir einiges hingekriegt, nicht ganz alles, aber doch einiges. Und das andere Problem war quasi, dass wir, und das war dann insbesondere bei Apple, konnten wir im Hintergrund, konnten wir zwar Beacons lesen, aber nur in dem, das ist ein bisschen technisch, in dem, dass wir effektiv Verbindungen aufgebaut haben. Ich meine, das haben wir gemacht, das hat auch funktioniert, oder? Aber das heißt, schlussendlich, wenn mein iPhone im Hintergrund war und das geweckt wurde, eben um quasi, also es wurde auch periodisch geweckt, dann hat das sich versucht, auf andere Geräte zu verbinden, um eben diesen Austausch zu machen, oder? Weil eben, wie gesagt, technisch funktioniert das alles, aber das hatte halt relativ offensichtlich Probleme, weil erstens ist natürlich viel mehr Akku. Zweitens war es natürlich auch ein bisschen security-mäßig, also nicht ultra toll, wenn sich die Geräte dann halt alle versuchen, auf andere zu connecten. Also grundsätzlich kein Problem, aber wenn es halt irgendwo eine Lücke gibt, ist es trotzdem nicht so toll, wenn sich die Geräte halt verbinden, praktisch, oder? Das war dann auch der Grund, wieso, dass wir zu Apple eigentlich mal auch so quasi aus, haben wir uns dann auch gemeldet bei denen, dass das eben nicht so toll ist, respektive ob es da echt Möglichkeiten gäbe, dass man dort irgendwie was machen kann und irgendwann mal, das war auch nach für uns relativ überraschend, kam dann eben dieses Big Announcement, dass eben jetzt nicht einfach nur Apple irgendwo einen kleinen Change macht, damit das funktioniert, sondern dass sich eben Apple und Google sogar zusammengefunden haben und gesagt haben, hey, das machen wir und zwar richtig. Und vor allem auch, also quasi auch, dass sie das zusammen machen, dass sie eben das auf dieselbe Architektur setzen, dass das auch kompatibel ist. Und das war relativ ein wichtiger Schritt, wurde zwar auch kritisiert, aber man muss sagen, es ist genau das Richtige, weil man braucht hier bei einem solchen Unterfangen einfach den Support im System, auf Systemebene. Und das Gute für uns war ja, dass schlussendlich, weil wir, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wir hatten relativ gute Voraussetzungen, also das heißt, also das eine war, das ist ein bisschen, das ist quasi eine externe Eigenschaft. Ich meine, wir waren in der Schweiz einfach früh mit der Pandemie. Ich meine, klar, die Asiaten in Asien war es schnell, war eher, aber in Europa oder auch grundsätzlich im Westen waren wir relativ früh. Oder das, ich meine, Italien war noch ein bisschen früher, aber dann waren eigentlich dann schon wir die Nächsten, die quasi da waren. Und das hat uns halt im Prinzip auch ein bisschen Vorsprung gegeben, weil wir hatten schon mehr Erfahrung mit der Pandemie. Jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu den Kalifornien, die waren fast einen Monat hinter der Schweiz drin, oder wenn man das so anschaut. Und quasi eben die Tatsache, dass wir uns früh quasi in einem gewissen Winning-Team gefunden hatten, also quasi eben die Hochschulen, wir als Privatwirtschaft und eben auch der Bund, der sehr früh quasi sich committed hat, das hatten wir eigentlich ein sehr winning Team mit diesem in dem DP3T-Kontext, weshalb wir eigentlich relativ schnell mal im April, Mai im Prinzip führend waren, was diese digitalen Proximity Tracings angingen. Und das hat dann eben auch dazu geführt, neben dem, dass die Architektur halt sehr gut war, dass eben das war technisch, also quasi in der wissenschaftlichen Seite hat extrem gut durchdacht und deshalb hat schlussendlich eben Apple und Google sich auch sehr, sehr stark inspirieren lassen. Also so im Prinzip haben sie plus minus eigentlich das Zeug umgesetzt, also ins System verfrachtet, was wir im Prinzip vorher gemacht hatten. Also zwei, drei kleine, sagen wir mal, Differences, aber die sind jetzt nicht wirklich der Rede wert. Das ist dann schon eher auf einer akademischen Ebene, wo man dort reden muss.
Das war halt eigentlich relativ cool. Gerade auf der einen Seite quasi die ganzen Arbeiten, die wir auf Krypto-Ebene, Bluetooth-Ebene gemacht haben, auch die ganzen Hacks, die waren dann im Prinzip hinfällig. Nichtsdestotrotz ist sehr wahrscheinlich von dem auch jetzt irgendwas auch irgendwann in diesem Systemcode dann drin gelandet, in irgendeiner Art und Weise, auch wenn es dann einfach Inspiration war. Aber für uns war es halt cool, weil dadurch hatten wir dann im Prinzip eigentlich auch die Sicherheit, dass das Ganze dann auch funktionieren wird. Im Sinne von, also wir wussten schon, dass es funktioniert, aber dass wir halt quasi, meine, wir hatten Android-Phones, wo wir einfach keine Ahnung hatten, weil die, keine Ahnung, die hatten dann eben zum Beispiel die App relativ früh immer abgeschossen und hatten schon überlegt, dass wir halt irgendwie ein Blacklisting machen müssen und dann jetzt wäre es dann irgendwie nur auf 80% der Android-Phones gelaufen und so weiter. Und klar, ich meine, die ganze Architektur, das ganze Konzept ist ja nicht da, dass man einen 100% aller Fälle matchen muss. Es geht darum, einfach solche Infektionsketten zu unterbrechen. Und wir hätten halt dann einfach weniger unterbrochen. Aber ich dachte, für die Akzeptanz dann war das sicher eine gute Sache, oder dass wir halt das hier sauber hatten. Und es hatte dann eben noch einen anderen wichtigen Aspekt, und zwar der, dass das Ganze schlussendlich einen internationalen Standard gesetzt hat. Weil für uns war relativ klar nach diesem Announcement, ja, okay, das wird der Standard sein. Oder das ist jetzt brauchen wir nicht mehr über dezentralisiert oder zentralisiert zu reden, weil es ist klar, wenn diejenigen, die den System-Level Support haben, ich meine, das ist dermaßen viel klarer, viel besser, oder? Dass es dann eigentlich klar wird sein wird, dass sich das durchsetzen wird. Und man hat es ja dann auch gesehen, oder die Deutschen zum Beispiel, die noch sehr lange an diesem Dezentralisierten gehangen haben, die haben dann irgendwann mal gewechselt. UK, glaube ich, da war ich mir nicht sicher, ob sie auch decentralized oder centralized hatten, aber die haben auch zuerst mal angefangen, das Ganze mehr oder weniger beerdigt und dann im Herbst dann erst richtig aufgezogen, oder? Und ich glaube, das ist, man sieht da, das war dann relativ wichtig. Und für uns war es eben auch cool, weil wir früh waren, konnten wir halt hier auch viel mitprägen, weil wir waren sehr im engen Austausch diese 2 Monate, weil man muss sich das so vorstellen, ich meine, auf der anderen Seite dort, also in Kalifornien gab es dann halt quasi, die hatten im Team nicht einen Epidemiologen drin und die hatten auch niemanden quasi, der das Ganze so tief verstanden hatte, wie das quasi eben bei uns im Team war, oder? Und die hatten auch keinen Staat, der quasi mitmacht, der quasi, wo wir da quasi die ganzen Prozesse schon durchdachten und durchdenken konnten, oder? Und das war relativ cool, weil wir dort auch mit einem sehr, sehr, sagen wir mal, nicht nur mit irgendwelchen Evangelists zu tun hatten, sondern auch wirklich mit sagen wir, also zum Beispiel dieser Dave Berkey, den ich dort erwähnt habe, hatten wir auch in den Meetings dabei. Und das heißt, es war für dort wichtig und man hat wirklich gemerkt, hey, es war cool, weil alle dort quasi am gleichen Strang gezogen haben, oder? Also das heißt, unser Team wurde dann im Prinzip noch größer oder quasi eben dieses Interdisziplinäre, weil wir waren dann eben nicht mehr nur die Wissenschaft, die Privatwirtschaft, quasi die Bundesverwaltung, wir waren dann auch noch irgendwann mal mit kalifornischen Konzernen an diesem Problem dran, oder? Glaube, hier habe ich schon relativ viel gesagt, eben zur Zusammenarbeit. Ich glaube, das ist alles schon erwähnt worden, ich glaube, direkt weiter. Ich glaube, ein wichtiges Element sonst, also ich meine dann, es ist relativ viel parallel passiert von dem, was ich hier erzähle, oder? Und ich meine, etwas, das relativ schnell mal sehr wichtig wurde auch, war quasi die ganze Geschichte, dass halt, ich meine, das Thema, es ist komplex, oder? Es musste erklärt werden und da hatten wir von früh weg, war es für uns relativ wichtig, dass wir dort die Leute abholen, denen erklären, weil es ist ein kompliziertes Problem. Also man muss relativ tief rein und so richtig, bis man das technisch so richtig, richtig verstanden hat und vor allem halt so die kleinen Details versteht, braucht man relativ viel, oder? Und entsprechend haben wir auch ganz fest Wert darauf gelegt, dass wir dort immer transparent waren. Also das heißt, wir haben das ganze Code, wo wir daran gearbeitet haben, der war schon, also nicht gerade von Tag 1. Wir haben dieses Wochenende gearbeitet und am Ende dieses Wochenende haben wir das geopen sourced, aber danach war es eigentlich immer open source. Also wir waren immer offen, transparent, was wir gemacht hatten. Wir haben sogar auch so ein neues Konzept gewählt, dass wir auch UI, UX open sourced haben. Also das heißt, wir haben unsere Prototypen auch quasi so schrittweise, als wenn wir schon was mal designt hatten, das veröffentlicht haben, dann auch von der Community gelernt. Also es war eben auch toll, weil es halt so ein großes öffentliches Interesse gab, haben wir auch sehr viel Feedback gekriegt. Wir haben einen Public Security Test gemacht und schlussendlich haben wirklich halt echt sehr, sehr viele Leute einbezogen. Und dann eben nicht zuletzt
wurde ja das Ganze dann auch noch ein Thema im Parlament. Also das war dann eben diese ganze Geschichte, weil man wollte quasi im Prinzip sicherstellen, dass wenn wir in der Schweiz eben etwas einsetzen, also ich meine eben quasi der Bund hat gesagt, wir wollen das einsetzen, und dann war es aber auch dann quasi im nächsten Schritt wurde der Gesetzgeber dann auch, dass man sagt, hey, wenn wir so etwas einsetzen, dann würden wir das auch sauber regeln, oder? Und so hatten wir dann eben auch in der Schweiz auch als erstes Land dann eine Debatte darüber, wie das geht. Also eine Debatte haben viele Länder auch, aber jetzt in unserem Parlament eine Debatte darüber. Und also war natürlich nicht dort, aber das Bild ist ein bisschen hübscher als war da in der Bern Expo, war die Sommersession, ja, das ist diejenigen, die es noch wissen, oder? Aber das ist das schönere Bild, habe ich das genommen. Und hat man dort dann quasi das diskutiert, war für mich auch noch spannend, weil ich habe da die Session sonst ja nicht so eng verfolgt, aber war das wirklich noch spannend, wenn man halt dann irgendwie 3 Monate gefühlt Tag und Nacht an so einem Projekt arbeitet und dann wird es dann eben dort von der Politik noch einmal genau durchgeackert und man legt sich dann eben fest, wie wir eben so ein Tool in der Schweiz einsetzen wollen. Und das Schönste war dann eigentlich für uns dieses Resultat da. Also ich weiß nicht, wie die anderen in der Regel so sind, aber das war dann doch ziemlich ein klares Votum, dass das, was wir dran waren, wo wir das eben auch etwas ist, das man offensichtlich will, oder wo man wirklich ein sehr, sehr starkes Backing hat. Und es ist auch eben genau gut, oder? Weil wir haben in der Schweiz das jetzt auch gesetzlich geregelt. Und es ist auch klar, eben genau bei solchen Geschichten, dass das dann eben auch sicher abgestellt wird, dass das freiwillig bleibt und so weiter, oder? Das heißt, es ist jetzt wirklich ohne Zweifel, ist es klar, was das ist. Und das ist eben noch, glaube ich, auch wichtig für die Akzeptanz. Jetzt vielleicht noch so gegen Schluss so ein bisschen, was haben wir denn eigentlich erreicht? Es gibt so ein paar Hard Facts. Also wir haben eben 3 Millionen Downloads. Das ist, glaube ich, schon relativ viel. Wir haben vor allem am Anfang viel. Jetzt sind es nicht mehr ganz so viele. Also das ist auch so etwas, was wir merken, so im Sinne von die Leute wissen es. Es gibt, glaube ich, auch Umfragen, die das BAG durchgeführt hat. Also das heißt, eigentlich in der Schweiz kennt quasi jeder die App. Also es ist jetzt quasi, gibt es fast nicht, dass man in der Schweiz lebt und noch nichts von Swisscovid gehört hat. Also sagen wir mal, das haben wir erreicht. Wir haben eben auch 3 Millionen Downloads erreicht. Entsprechend haben wir aktuell 1,8 Millionen aktive Nutzer. Ist auch etwas zu diesem Thema Transparenz, war uns immer wichtig, dass wir da offen sind, weil also so jeder Marketer würde uns dann natürlich den Kopf abhauen, weil wieso sollte man eine Zahl kommunizieren, die nicht, die auch sinken kann? Ich meine, jeder normale Mensch kommuniziert einfach Downloads, weil die sinken, die können nur steigen oder kann nicht weniger Downloads haben, oder? Und das haben auch die meisten anderen Länder so gemacht, oder? Und wir wollten auch da klaren Zeichen setzen, dass wir eben hier offen sind, dass es eben nicht etwas ist, wo wir im Prinzip schön reden, sondern halt wirklich probieren, die Facts so gut wie möglich eben transparent zu transportieren. Über 68.000 eingegebene Covid-Codes. Das ist auf der einen Seite natürlich sehr schön, weil wir wissen, 68.000 Leute, das ist eine große Zahl, haben quasi nach einem positiven Test ihren Covid-Code eingegeben. Das ist schon fast 1% der Wohnbevölkerung der Schweiz. Ist natürlich auch ein bisschen traurig, weil, also, wenn ich mich das damals im März gefragt hätte, also im April gefragt hätte, hätte ich natürlich nie im Leben gedacht, dass wir so eine hohe Zahl haben. Nicht, weil ich nicht daran geglaubt hätte, dass das ein Erfolg wird, aber dass wir halt schlussendlich halt so viele Leute haben, die effektiv positiv werden, die das überhaupt braucht und dass die Zahl so hoch wird. Aber nichtsdestotrotz sieht man dann halt auch, dass wir sicher einen großen Impact haben, weil wir wissen eben auch aus anderen Studien, dass halt eben von diesen 68 eingegebenen Codes im Schnitt sicher mehr als eine Person gewarnt wird. Und das heißt auch, haben wir sehr, also ziemlich viele Leute schlussendlich gewarnt, und von denen waren ganz sicher auch solche drunter, die nur über die App gewarnt wurden, oder sehr viele wahrscheinlich einfach schneller über die App gewarnt wurden. Und so konnten wir ziemlich sicher auch Infektionsketten unterbrechen und wahrscheinlich nicht wenige. Also die Engländer haben eine relativ gute Studie herausgegeben, letzte Woche, vorletzte Woche, und die gehen da von ziemlich einem großen Impact aus. Die Frage ist jetzt eben die, ist das jetzt ein Blueprint für digitale Projekte hier in der Schweiz? Und ich denke, es gibt schon ein paar Sachen, die man unbedingt mitnehmen sollte. Also ich denke eben genau dieses Interdisziplinäre.
Also es muss dann halt nicht immer jetzt gerade noch mit was weiß ich, kalifornischen Konzernen und so weiter sein, aber grundsätzlich, dass man eben so in diesem Dreieck quasi Bundesverwaltung, Wissenschaft, Privatwirtschaft sehr, sehr schnell sehr, sehr viel erreichen kann. Also die letzten Player habe ich noch vergessen, ich meine, der Gesetzgeber im Prinzip auch. Also was wir dort geschafft haben, innerhalb von 3, 4 Monaten etwas quasi von der Idee bis zum Gesetz, bis zur Umsetzung. Ich meine, das ist recht crazy, oder? Das zeigt, dass wir das in der Schweiz auch wirklich können. Ist klar, das passiert nicht so schnell, sind wir nur in der Krise, oder? Weil ich meine, das ist offensichtlich und es muss ja auch in der Regel nicht so schnell sein, oder? Aber es zeigt trotzdem, dass es eigentlich gehen würde. Klar, in eben Nicht-Krisenzeiten wird sowas schwieriger. Man hat nicht genau die große, also man hat nicht die High-Profile, auch nicht die große Möglichkeit von Ressourcen, aber ich glaube, was wir mitnehmen können und mitnehmen sollten, ist, dass wir eben grundsätzlich sowas können in der Schweiz. Vielleicht noch so eben auch auf die andere Seite der Medaille, also wo sind die Grenzen? Und die haben wir ja dann im Herbst so zum ersten Mal richtig gespürt. Also einerseits, weil wir dann doch nicht ganz so viele Nutzer hatten. Also ich meine, 1,8 Millionen ist eine große Zahl. Also ich meine, wenn wir die Leute, die zu jung sind, um quasi sinnvollerweise zu jung sind, überhaupt ein Smartphone zu haben, ein Smartphone zu bedienen, und dann die Leute, die quasi dann eben vom Alter wegen halt nicht mehr, eben quasi kein Smartphone mehr haben oder auch grundsätzlich nicht mehr so teilnehmen können, dann sind wir mit 1,8 Millionen, also ich habe das jetzt mal ganz, ganz grob überschlagen, bei einem Drittel, ja nicht schlecht, aber das könnte trotzdem auch noch mehr sein und man fragt sich trotzdem, wo sind eben die anderen 2 Drittel, oder? Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die wir quasi jetzt natürlich aktiv auch immer noch am Behandeln sind, aber es gestaltet sich nicht so als einfach. Also ich glaube nicht, dass würde das jetzt irgendwie ein Event passiert und dann sind die anderen 2 Drittel dann auf einmal trotzdem auch dabei, oder? Aber ich glaube, das ist eine der spannenden Fragen, die uns dann sicher auch noch weit über die Pandemie heraus begleiten. Eben natürlich nicht nur im Zusammenhang mit der Swiss Covid-App, sondern im Zusammenhang grundsätzlich mit Einschränkungen, die man nicht für sich, sondern fürs Gemeinwohl macht und so weiter. Das ist doch ein anderes Thema. Aber es ist doch im Prinzip etwas, wo man eben sagen muss, es ist eine Grenze. Ist trotzdem gut, dass das Ganze freiwillig ist, unbedingt. Ich glaube, das ist so, wie das hier sein muss. Vielleicht lernen wir andere Elemente, andere Dinge. Vielleicht was auch immer noch was wir immer noch herausfinden werden, wie man eben doch zu einer höheren Adoption kommen würde. Und vielleicht ist das halt einfach etwas, dass das bei uns in unserem Kulturkreis halt einfach so ist. Das werden wir vielleicht später dann auch noch rausfinden. Das andere war eben die Covid-Code-Geschichte. Wir hatten zum Teil eben Probleme, ja, dass die nicht alle direkt ausgestellt wurden, respektive Leute, die nicht gekriegt hatten, einfach weil das schlussendlich im Prozess der kantonsärztlichen Dienste war und die halt irgendwann auch nicht mehr skalieren konnten. Oder? Ja, das ist etwas, das inzwischen mehrheitlich behoben sein sollte, aber es ist trotzdem auch irgendwo etwas, wo man merkt, ganz alles konnten wir halt eben dann doch auch nicht direkt lösen. Und auch wenn es etwas Technisches ist, respektive im Prozess auf technischer Ebene, ist halt dann trotzdem auch etwas, das uns dann halt auch ein bisschen überrascht hat schlussendlich. Also wir haben schon ein bisschen vorher gemerkt natürlich, als die zweite Welle angelaufen ist, irgendwie so wurde dann schon bewusst, hey, das ist ein Bottleneck, aber das war dann einfach zu spät, um dort noch reagieren zu können. Gut, dann würde ich schnell abschließen noch mit dem. Ich habe vorhin gesagt, eben, dass wir da, das wissen auch vielleicht viele nicht, wir waren in dieser Pionierrolle. Und was hat das geheißen? Ich lasse da mal die Bilder sprechen. Also, das ist die App von Ecuador, die war ganz, ganz früh, weil die haben auch wirklich, die haben im Prinzip einfach unsere App dann noch übersetzt auf Spanisch. Ich glaube, das war sie, also unsere gibt es ja auch in Spanisch, aber ich glaube, sie waren früher. Haben das mehr oder weniger gelassen. Wir haben sogar unsere schönen Bilder aus der Schweiz drin gelassen. Malta hat noch ein paar Updates, ein bisschen Customizations gemacht, aber man sieht, es ist immer wirklich cool, oder? Dass das Ganze Open Source ist, konnten die relativ schnell, auch ohne jetzt quasi das ganz, ganz tiefe Wissen aufzubauen, das wir aufgebaut hatten, diese bei sich einsetzen. Dann haben wir Estland, Portugal, Spanien, die setzen auch auf quasi dem gleichen Code auf, aber haben dann noch quasi eigene UIs.
darauf aufgebaut. Gut, dann bin ich auch am Ende meiner Präsentation und ja, bedanke mich viel für diejenigen, die mir zugehört haben. Ja, vielen Dank, Matthias, auch von meiner Seite. Sehr, sehr spannende Inputs und sehr spannender Blick hinter die Kulissen. Jetzt, du hast ja diese Bilder gezeigt, diese Apps. Sind da auch Änderungen dann zurückgeflossen, zum Beispiel von Malta, die ja irgendwie genau gleich aussah? Von jetzt Malta, Ecuador, da nicht. Ich glaube, was primär zurückfließt, war eher so auf einer tieferen Ebene. Also wir waren im Austausch, das war jetzt vor allem Portugal, mit denen hatten wir einen relativ starken Austausch und auch Estland. Und da konnten wir uns halt einfach gut austauschen. Ich glaube, das ist nicht direkt etwas Sichtbares, aber es war halt in der Community auf dieser Ebene quasi, wo wir auch sicher profitiert hatten, damit, dass sie sich quasi die ganzen Geschichten auch angeschaut haben. Okay, also mehr so auf der prozessuellen Seite dann. Genau. Jetzt, DMI fragt im Chat, ist eine Weiterentwicklung oder eine Erweiterung vorgesehen, zum Beispiel mit anonymen Check-ins und so weiter? Genau, also ich meine, das ist etwas, das habe ich jetzt mitgenommen, ich glaube, weil mir die Zeit ausgelaufen ist, ich glaube, das wäre meine letzte Slide gewesen. Diese Geschichte, die haben wir ja gemacht, auch war im Prinzip ähnlich, haben wir auch auf eigene Initiative gemacht, also wie gleich die EPFL, also es sind nicht genau die gleichen Leute wie aus der EP3T, aber waren quasi, sind Beteiligte auch davon, also nicht alle, aber einige, haben diesen Crowd Notifier einen Ansatz gemacht, wie man auch Privacy Preserving eben so Check-in-Geschichten machen kann. Wir haben das in dieser Notify Me App schon umgesetzt. Das ist da. Das werden wir auch pilotieren. Okay. Der Punkt ist aber, der Bund hat sich dazu, sie haben sich noch nicht entschieden. Es gab auch ein Statement vom Bundesrat, es gab eine Anfrage, parlamentarische Anfrage, und dort wurde die Antwort kam letzte Woche gerade und man hat sich dort noch nicht festgelegt. Ich persönlich würde es natürlich sehr cool finden, weil ich denke, es würde sehr gut drin passen. Genau eben auch, weil wir dort eben dieses Privacy-Preserving-Element bringen können. Und mich jetzt, wo wir wissen, dass wir eben quasi die ganze Geschichte mit den Aerosolen, ich meine, im März haben wir das noch nicht so stark im Kopf gehabt, oder? Da war halt sehr fest dieses 1,5 Meter, 15 Minuten, oder? Das ist das, was Swiss-Covid macht. Aber Swiss-Covid kann die ganze Aerosol-Geschichte nicht, oder? Und ja, sowas klar. Kann man halt eben mit einer Check-in-Lösung machen. Und ich würde es eigentlich eine sehr gute Ergänzung finden, ist aber etwas, wo quasi man sich von offizieller Seite noch nicht dafür entschieden hat. Okay, aber das wäre dann wirklich eine separate App und nicht Teil von Swiss-Covid dann? Also das, was jetzt gibt, diese Notify-App, die gibt es. Er ist aber noch nicht so direkt im Einsatz wie Politik, das ist eine separate App. Es wäre aber natürlich technisch durchaus denkbar, dass das innerhalb von Swiss-Covid ist und dass man es hätte auch spannende Effekte, wie zum Beispiel die Tatsache, dass man mit dem Covid-Code weiß, wenn ein Nutzer quasi dann auch positiv ist, oder man könnte dort dann auch helfen, gewisse Elemente im Backward-Tracing zum Beispiel zu machen. Also es wäre durchaus spannend, aber eben dazu braucht es natürlich einen klaren Willen und einen Entscheid quasi auch auf Ebene Bund, dass man das machen will. Und das ist im Prinzip bis jetzt einfach noch nicht gefallen. Wenn man jetzt ein bisschen nach Norden schaut, die SAP und die Deutsche Telekom, die haben ja auch eine App implementiert. Haben die auf eurem Code aufgesetzt oder ist das eine komplette Neuentwicklung? Weißt du das? Sie haben es neu entwickelt. Wir waren mit ihnen vor allem am Anfang auch noch recht im Austausch. Okay. Die haben aber bewusst, wollten es neu machen. Bist du schon, Matthias? Ich höre dich irgendwie nicht mehr. Jawohl. Okay, alles klar. Das warst du nur ruhig. Ich sehe dich, ich habe hier keinen Monitor, ich sehe dich nicht. Also wir haben jetzt noch ein paar Minuten für Fragen. Stellt eure Fragen doch bitte im Chat. Ihr findet den Link unter eurem Streamfenster. Jetzt
Hättest du dich an so einem Projekt beteiligt, wenn die Freiwilligkeit am Ende oder wenn von Anfang an festgestanden hätte, die Freiwilligkeit ist nicht Teil davon, also quasi jeder muss diese App installieren? Ich glaube nicht. Weil das war für uns was, also ich denke, nein. Also schwierig zu sagen. Ich meine, ich weiß nicht, wie es im März wäre. Also ich meine, wenn wir sagen, es wäre, man muss es immer schauen, wenn wir das zum Beispiel so hacken, wenn es so gewesen wäre, dass zum Beispiel die meisten Länder so etwas mandatory gemacht hätten und einige davon auch wirklich üble Geschichten gemacht hätten. Also eben zum Beispiel zentralisierte Geschichten und so weiter. Und wir hätten die Möglichkeit gehabt, in der Schweiz das zu machen und das eben dann so zu steuern, dass es eben, weil das Schöne an diesem Privacy Preserving ist ja, dass es quasi bei Design quasi Privacy enthält. Oder ich meine, es hätte vielleicht schon Szenarien gegeben, wo es sinnvoll gewesen wäre, weil es war auch eben ein Trigger zu zeigen, dass es eben geht. So, oder? Aber grundsätzlich hätte ich mich schon recht stark dafür gewehrt, weil ich denke, auch für die Akzeptanz, weil schlussendlich kann ich ja dann eben mein Phone trotzdem abschalten oder die App einfach löschen oder die Daten wieder rausnehmen und so. Ich glaube, das wäre, ja, also ich hätte mich sehr stark dagegen gewehrt. Okay. Ja, wahrscheinlich hättet ihr ja dann auch nicht einen Hackathon mit dem Team gemacht, wenn es dann um so eine Sache Ja, ging, nehme ich an. genau, richtig. Jetzt nochmals mit Blick aufs Ausland. Wie sieht es jetzt aus mit der Interoperabilität zwischen den verschiedenen Ländern? Gerade die Schweiz lebt ja auch von Grenzgängern, die im billigen oder im günstigeren Ausland leben und dann in der Schweiz arbeiten. Wie ist hier die Entwicklung? Also das ist immer noch ein Thema, ein großes Thema sogar. Wir sind vor allem auch technisch ziemlich nah eigentlich, dass im Prinzip, ja, dass wir das hoffentlich bald sehen werden. Ganz, ganz so weit sind wir halt im Prinzip erst, wenn es auf Politik, also man ist vielleicht ein bisschen Politikum, oder? Weil man hat sich, man geht, also irgendwie, wer hat sich entschieden, dass eben dieser Austausch dieser Keys, die zwar, also jetzt rede ich hier als Techie, oder ich meine, die sind ja frei, also frei, die kann ich runterladen. Ich habe 2 Stunden ein Skript geschrieben und kann ich alle diese Keys von Deutschland einfach runterladen. Die sind ja, müssen ja öffentlich sein wegen diesem Genau. dezentralen Architektur. Und trotzdem haben die Juristen und das alles, das ist nicht eine Schweizer Geschichte, das haben auch in der EU und überall, oder behandelt man diese Daten halt irgendwie als Medizindaten und was weiß ich, Genau. oder die sind dann dem trotzdem, also eben, ich bin kein Jurist, aber ich als Techie sage mir, hey, die Daten, die sind nicht, die kann nicht sowieso jeder, oder? Trotzdem wird da ziemlich eine Riesengeschichte draus gemacht, oder? Und deshalb braucht es quasi Verträge und da geht es eigentlich darum, dass die Schweiz bilaterale Verträge machen muss, oder? Und das ist ja quasi eine politische Geschichte. Sobald dass es dort so weit ist, dass da etwas steht, dann geht es relativ schnell. Dann haben wir, also das ist sicher etwas, wo man noch ganz, ganz aktiv dran arbeitet. Es ist nicht so, dass, klar, es geht sehr lange, aber da sind wir halt dann eher im so einem politischen Prozess mit Staatsverträgen und so, was dann halt eben Genau. dann nicht mehr ganz das agile Entwickeln einer App ist, aber quasi, wenn es dort weitergeht, dann geht es relativ schnell. Und ich gehe auch davon aus, dass wir nicht in den Sommer gehen werden und dass nur die Schweiz in der App wird, quasi, dass sie nur noch mehr, nur in der Schweiz kompatibel sein wird. Ja, jetzt, genau, Staatsverträge dauern in der Schweiz ja manchmal doch ein bisschen länger. Gewisse schleppen wir jetzt schon ein paar Jahre hinter uns oder vor uns her. Ja, mal schauen, wie das dann aussieht. Nun, Matthias, du hast gesagt, du seist danach noch im Work Adventure online in unserer Wettekongress World. Wir müssen hier leider Schluss machen mit diesem Q&A. Geht doch in die World, in die Lounge und redet mit Matthias und bleibt hier vor allem im Stream noch online, denn es kommt gleich Eli mit dem Abschluss und dem Schlusswort zum Wetterkongress. Danke, Matthias, nochmals. Danke. Okay.